Bei mir geht es heute wieder um meine Favoriten. Ich zeige dir 10 Dinge der letzten Zeit. Und was sind deine 10 Dinge? Schreib mir die unten in die Kommentare. Los geht's nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und in diesem Format stelle ich dir 10 Favoriten vor der letzten Zeit. Ich mache das nicht monatlich, weil ich natürlich auch darauf achten möchte, nicht ständig neue Dinge zu kaufen, auch die Dinge zu ehren, die ich schon habe. Und so kriegt ihr immer eine Mischung zwischen neu und alt. Und jetzt geht's los mit Haus des Geldes. Das ist keine Sache, die ich euch zeigen kann, aber eine Serie, die du auf Netflix angucken kannst. Geht jetzt schon in die 3. Staffel und ich habe die in einem Rutsch durchgeguckt. So geil. Es geht um 7 Räuber. Es geht um den Professor, der alles von außen sozusagen lenkt. Und sie haben eine große Sache vor. In den ersten 2 Staffeln wird die Gelddruckerei überfallen. Und in der 3. Staffel wird das Goldreservoir von Spanien überfallen. Und das Geile an der Serie ist, sie haben super krasse Pläne und vieles klappt auch, aber sie bauen auch viel Scheiß. Und das macht die ganze Geschichte auch so spannend. Und ich habe das so durchgeguckt. Ich fand, die ersten 2 waren schon richtig gut, aber die 3., die steht halt für sich alleine. So wie ich das jetzt gelesen habe, ist bereits die Serie schon 2017 in Spanien gelaufen. Netflix ging her und hat das alles so ein bisschen anders geschnitten und hat halt das daraus gemacht, was es jetzt so ist. Und die 3. Staffel, richtig gut. Und zwar Tokio und Rio, die nennen sich nach Hauptstädten, Tokio und Rio, leben auf einer Insel, die sind geflüchtet und alles. Und Tokio möchte aber jetzt so ein bisschen feiern gehen und so. Und da steckt ihr Rio ein Satellitentelefon zu. Und das war ein fataler Fehler. Also er hat dieses Satellitentelefon, also diese 2 Satellitentelefone von jemandem abgekauft, der gesagt hat, ey, die sind nicht registriert, ihr habt alles gut und so. Und die benutzen diese Telefone und Tokio wird fast geschnappt an dem Ort, wo sie gerade ist, weil sie eben feiern wollte. Und Rio auf der Insel, er kann ja nicht flüchten, wurde einkassiert. Und daraufhin sagt diese ganze Mannschaft, die übrig geblieben ist, wir rächen das und überfallen eben dieses Goldreservoir, was extrem schwierig zu überfallen ist. Aber dieser Plan bestand schon eine ganze Weile. Also an diesem Plan wurde schon herumgedoktert und so. Und das macht die ganze Geschichte einfach so spannend, weil das alles einfach nicht glatt läuft. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine spanische Serie mit richtig schönen Schauspielern auch. Aber da gibt es eben auch Leute, die richtig krass Charakter haben. Und das Merkmal des Professors und seinen 7 Räubern ist eben, was sie aus den Geiseln machen. Die Geiseln sehen aus wie die Räuber selber. Also sie kriegen genau das gleiche an, kriegen die gleiche Maske an, kriegen eine Gewehrattrappe in die Hand. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, ist seit letzter Woche draußen. Angucken unbedingt, dann können wir uns noch ein bisschen mehr darüber unterhalten, falls du Bock hast. Vor einiger Zeit musste ich mir einen Rucksack kaufen. Und dieses Müssen klingt immer ein bisschen komisch, weil was muss man schon? Aber ich habe ein anderes Fahrrad und dieses Fahrrad hat keinen Gepäckträger. Also es ist so ein bisschen ein sportlicheres Fahrrad, das heißt ein bisschen, schon ein bisschen mehr als das andere. Und ich hatte nie einen Rucksack. Also ich habe schon einen gehabt, aber lange Zeit halt gar nichts mehr in der Richtung. Und dann musste ich mir halt einen holen und das ist kein Fallriven, das ist eine Nachmache, Fancy Forest Calgary. Weil ich mir einfach gedacht habe, so... Du bist kein Rucksackmensch, du trägst lieber gerne eine Tasche. Das werde ich auch Herbst, Winter wieder machen, wenn ich nicht so viel mit dem Fahrrad fahre. Aber jetzt ist das halt meine Haupttasche und der hält einiges aus. Da passt schon relativ viel rein. Könnte noch ein bisschen größer sein, weil es ist so ein Rucksack, den ich halt eben zum Einkaufen verwende. Aber ansonsten ist er okay. Man kann hier zum Beispiel eine Seitentaschen. Der hat so viele Taschen, das ist der Hammer. Das Einzige, was am, zum Aussetzen ist, sind die Riemen. Die sind ein bisschen rutschig. Also da denke ich mal, wenn die so ein bisschen abgebraucht sind, sind sie nicht mehr so schlimm.
Jetzt haben wir eine Klammer dran, die das so ein bisschen aufhält. Mir ist er noch nie runtergefallen, also von dem her, der hat nicht die allerbesten Bewertungen auf Amazon. Ich gehe aber meistens nicht nur nach den Bewertungen. Also ich probiere das halt aus und wenn es gar nicht passt, kann man es immer noch zurückschicken. Wo ich aber auch kein Freund davon bin, habe mir dann gedacht, hey, nichts Einfaches, schwarz-braun. Und das sieht halt echt super aus. Einige schreiben irgendwie, er würde zu sehr glänzen. Also der glänzt schon ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so wild. Und kostet halt eben nur einen Bruchteil von dem Fallriemen. Und wer das komplette Geld da nicht ausgeben möchte, für den ist das was. Vielleicht auch für die Kinder, irgendwie für die Schule oder so. Weil da passt echt richtig viel rein. Das ist richtig cool. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich den gekauft habe. Ich wollte mir erst einen teureren kaufen. Vielleicht hole ich mir den auch irgendwann mal noch, aber bis jetzt tut's der total. Also, ja, verlinke ich dir unten als Affiliate-Link. Guckst du einfach mal in die Infobox. Kommen wir zu meinem nächsten Favoriten. Hab ich von einer ganz lieben Abonnentin geschenkt bekommen. Und ich hätte nicht gedacht, wie sehr ich so ein Buch brauche. Und zwar ist das ein Buch mit Alphabeten. Weil ich handlettere ja. Und ich bin ein Mensch, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann nicht einzelne Buchstaben sehen und dann andere Worte schreiben beispielsweise. Also du findest, also wenn du danach googelst, findest du nicht wirklich viel. Und das mal so zu sehen, ist einfach klasse. Und ich habe einfach gemerkt, was für, wie ich dann wirklich auch weitergekommen bin. Gerade jetzt muss ich mal meine Lieblingsschrift raussuchen. Die beispielsweise. Ja, also mit der mache ich ganz viel. Oder. Wenn ich jetzt gleich drauf komme. Also mit der schreibe ich ja auch hauptsächlich in meinem Bullet Journal. Oder die. Die ist auch nicht schlecht. Also da gibt es keine großen und kleinen Buchstaben. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich am Anfang, aber das macht sie irgendwie total interessant. Und ja, also da muss ich einfach wirklich noch Danke sagen. Es war wirklich eine Sache, die ich echt gebraucht habe, weil ich bin nicht weitergekommen, was das Handlettering betrifft. Ich habe einfach auch gemerkt, wenn ich geschrieben habe, hat mir das, was ich gekannt habe, nicht gereicht. Und so habe ich halt wirklich eine Inspiration. Es ist bei mir bei Kochbüchern auch so. Ich kann mit Rezepten, wo keine Bilder drin sind, kann ich nichts anfangen. Ja, ich brauche einfach ein Bild, um zu sehen, wie soll das aussehen, so eine Art Sicherheit. Und das bietet mir einfach das Buch auch. Da habe ich das Übungsheft schon längere Zeit und jetzt habe ich das Buch super geil. Und anhand des Buches eben, das Handlettern, habe ich mir mal zwei einzelne Ecoline-Stifte gekauft. Von denen weiß ich gerade über Leute von Instagram, dass die unwahrscheinlich feucht sind. Und deswegen war ich immer vorsichtig da bei dem Kauf, weil ich bis jetzt immer in meinem Bullet Journal halt auch ein bisschen geschrieben habe. Dafür sind die überhaupt nicht geeignet. Nicht mal ein bisschen, weil die sind echt nass und damit kann man so schreiben und wenn du auf normalem Kopierpapier schreibst, auch das geht nicht. Also da brauchst du spezielles Papier, ist kein Problem, weil ich übe meistens immer mit einem anderen Stift und nehme dann die her. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass bei Stiften, gerade bei Pinselstiften, das so unterschiedlich ist. Ich dachte anfangs wirklich, das ist alles gleich vom Gefühl her. Der Tombow verhält sich aber anders wie jetzt beispielsweise die, weil die sind einfach feuchter. Oder eben, ich habe auch noch andere von einer Abonnentin geschenkt bekommen und die sind dann auch wieder komplett anders. Und da kannst du halt richtig breit schreiben. Das ist echt. Ich mag die echt gerne, besonders der, wenn man das richtig handelt, dann hat man auch so einen richtigen Verlauf im Buchstabe drin. Das sieht richtig super aus. Da hat einer um die 2,60, 2,70 gekostet. Wenn du dir da ein ganzes Set kaufen möchtest, ist es definitiv billiger. Ich habe mir halt gedacht, so mal einzelne Stifte, das reicht mir erstmal, weil ich inzwischen schon extrem viel Pinselstifte habe. Meine liebste Hafermilch, Hafertrink.
Auf jeden Fall die von Oatly, die tropft ein bisschen, weil sie im Kühlschrank war. Die von Oatly ist wirklich sehr gut, aber kostet halt auch viel. Die Nirg ist von MyMüsli und die kostet im Moment, also es ist schon eine relativ lange Zeit beim Kaufland, 1,99 und die schmeckt einfach super. Also, falls du die noch nie probiert hast, ich finde die von DM relativ schwierig, weil die extrem nach Hafer schmeckt. Das mag ich nicht immer. Manchmal ist es mir egal, dann kaufe ich die von DM, aber im Moment habe ich so eine Phase, wo mir das zu penetrant schmeckt und da finde ich die wesentlich besser. Und für 1,99 kann ich wirklich nichts sagen. Ich habe schon oft versucht, Hafermilch selber zu machen und die finde ich noch ekliger, wenn ich sie selber mache. Mir schmeckt es einfach nicht. Allerdings, wenn man es selber macht und einem das wirklich zusagt, spart man unwahrscheinlich viel Müll ein. Ich bin jetzt nicht jemand, der so extrem viel Haferdrink braucht, aber so ein bisschen halt schon. Und ja, guckt euch die mal an. Gibt es bei Kaufland. Die Mandel mag ich jetzt auch nicht so, aber die schmeckt richtig gut. Ich weiß die Flasche wirklich zu schätzen. Die habe ich vor einiger Zeit mal von Unternehmen zugeschickt bekommen. Die ist von Ecocon. Aber das ist nicht das Unternehmen, was mir die zugeschickt haben. Ich weiß nicht mehr, wie die geheißen haben. Und die ist doppelwandig. Das heißt, wenn du dir da was Kaltes reinmachst, dann bleibt das eine ganze Weile ganz kalt. Genauso ist es mit Warmem. Allerdings, und das ist einfach so eine Empfindungssache. Ja, also das ist einfach nur eine Kopfsache. Trinke ich nicht gerne aus Metallflaschen. Die hat ihre positiven Eigenschaften. Das auf jeden Fall. Und hier hat es halt so einen richtig guten Verschluss. Da kommt nichts raus. Die hat ihre positiven Eigenschaften. Aber Wasser zum Beispiel aus der trinken, mag ich nicht. Finde ich eklig. Wasser, reines Wasser aus Metall trinken. Ist es mit kaltem Tee oder irgendwie Schorle oder so kein Problem. Aber reines Wasser mag ich nicht. Ich habe mir jetzt eine Soul Bottle bestellt, weil ich hatte vorher hatte ich eine Glasflasche, die ist mir leider vom Verschluss her kaputt gegangen. Und ich liebe die, nicht falsch verstehen. Deswegen zeige ich die auch, weil die halt einfach ihre Vorteile hat, wenn du eben bei so einer Hitze unterwegs bist. Du hast einfach ziemlich lange was Kaltes zu trinken. Das ist richtig toll. Und guckt euch mal so bei Ecocon um, das ist die Marke. Mal gucken, ob ich was dazu verlinken kann, weil diese doppelwandigen Flaschen, die sind einfach super geschickt, auch im Winter. Machst du was Warmes rein, das bleibt halt auch eine ganze Zeit warm. Mein alter Kollege Trockenshampoo ist weg. Ärgert mich total, weil ich war so weit, dass ich einfach fast gar kein Trockenshampoo mehr gebraucht habe. Vielleicht mal so ein bisschen im Pony und das war's. Inzwischen, ich habe die Pille abgesetzt. Meine Haare, gerade heute wieder, ich bin richtig am Rumkämpfen. Also ich könnte fast jeden Tag meine Haare waschen, was ich natürlich nicht machen möchte, weil ich irgendwann mal wieder in meinen alten Rhythmus reinfinden möchte. Aber im Moment brauche ich das einfach. Ich wasche meine Haare zweimal die Woche. Mehr gibt's nicht, habe ich schon gesagt, mehr gibt's nicht. Verlängern geht gerade gar nicht, weil meine Haare einfach so fettig sind. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, eben vom Pille absetzen, das auf jeden Fall. Dazu gibt es übrigens auf meinem Zweitkanal, den verlinke ich dir unten, gibt es ein Pille-Tagebuch, falls dich das interessiert. Und da muss ich allerdings sagen, verwende nicht zu viel davon, weil das kann auch zu Haarausfall führen. Und ich versuche das eben auch so wenig wie möglich zu verwenden, aber mein Kollege hilft mir gerade recht viel und ich bin ganz froh, dass ich das von Balea einfach gut vertrage. Inzwischen steht da hinten drauf auch vegan. Früher stand da nichts drauf. Ist vegan eben und davon gibt es ein braunes. Das fand ich immer übel. Aber das ganz normale Blonde finde ich eigentlich richtig gut. Und vom Preis her ist es eben auch in Ordnung. Um die 1,50. Darüber habe ich ein Video gemacht. Das ist das Satin Natural Hagebuttenöl. Bewahre ich im Kühlschrank auf, gerade jetzt, wo es so heiß ist. 4 Tropfen einreiben. Oh, das ist einfach super. Und vor allem auch, was es eben kann. Öl ist nicht gleich Öl, das sage ich auch in dem Video, wo ich gemacht habe. Verlinke ich dir unter dem i. Und das fettet halt nicht so. Ich habe das gerade, wo ich noch die langen Haare hatte, habe ich das auch in die Haare gegeben. Und das war super. Das war richtig gut. Das ist eine richtig gute Pflege auch in den Haaren. Und
wer eben fettigere Haut hat, das Öl wirkt ausgleichend. Das ist das Gute an der Sache, gerade Unreinheiten und so. Und wer eine fettige Haut hat, muss gerade das Öl verwenden, weil das wirkt eben ausgleichend. Trockene Haut wird ein bisschen feuchter und eben fettige Haut wird ein bisschen normaler oder normalisiert. Mein Duo an Deos, normalerweise nehme ich noch die Creme-Deos dazu, aber die sind so meine Helferlein. Das geht einfach am aller schnellsten. Was ich an dem Benecos schlecht finde, ist, dass es eben aus Plastik ist. Aber auch hier sage ich immer wieder, man darf sich nicht von dem Thema Glas so blenden lassen. Glas ist nicht besser, wenn du es nicht weiterverwendest. Und das sind natürlich die Creme-Deos am allerbesten, weil die am sparsamsten sind. Aber ich brauche im Moment einfach Deo, weil ich habe, also kennt ihr das, wenn ihr in der Stadt oder im Supermarkt an jemandem vorbeilauft, der extrem nach Schweiß riecht? Und ich bin da echt so paranoid, dass ich mir auch einfach jedes Mal denke, rieche ich nach Schweiß und so? Und das hilft mir so ein bisschen auch vom Kopf her, das zu überstehen. Das hier ist vielleicht nicht so ganz der exakte Geruch von mir, aber der hier ist schon ein bisschen besser von CD. Die funktionieren bei mir halt einfach gut. Und ich achte natürlich darauf, dass die aluminiumfrei sind. Beides, also das ist Naturkosmetik, wie es mit CD ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine Naturkosmetik, Benecos auf jeden Fall. Und der Geruch von dem, das riecht so ein bisschen nach Pfirsicheistee ohne Witz. Da ist Holunderblüte und Pfirsich drin. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so geil riecht, aber es ist, was den Schweißgeruch betrifft, das überdeckt das ja. Und in Verbindung von meinem Schweißgeruch ist es nicht ganz so geil. Also da ist es auf jeden Fall besser. Also da sind so frische Gerüche, sind einfach, bei mir funktioniert das einfach ein bisschen besser. Und diese Deos verwende ich gerade einfach regelmäßig und oft. Ich weiß nicht, ob das schädlich ist, keine Ahnung. Aber für meinen Kopf ist es einfach ein bisschen besser. Ich habe mir ein neues Parfüm gekauft und das habe ich immer wieder im DM ausprobiert. Ich wusste lange nicht, dass La Reve auch im DM gibt. Die gibt es auch bei Rossmann. Bei Rossmann sind sie oft runtergesetzt. Bei DM kosten sie, glaube ich, 5,99. Ich glaube, das habe ich bezahlt. Und ich habe bereits schon eins von denen, da mache ich jetzt, glaube ich, schon das zweite Jahr drin rum, ist fast leer. Und da ist gerade noch mehr drin, habe ich, also das, so eine Verpackung täuscht echt brutal. Bei Parfüm, das kann ich dir nicht beschreiben, wie das riecht. Also ich mag mehr so pudrige Düfte. Einfach mal an dem Cash riechen, wenn du das nächste Mal im DM bist. Da steht zwar Parfüm drauf, kann mir das jemand mal erklären, aber die La Reve Parfüme, die riechen nicht lange. Ich mache das drauf, ich kann das, glaube ich, 2-3 Mal am Tag wiederholen. Lange riechen die nicht. Ich dachte immer, Parfüm darf sich nur etwas nennen, was dementsprechend stärker ist. Aber sind da dann weniger Duftstoffe drin? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Kennt ihr die Parfüms? Parfüme? Wie sagt man denn? Welches habt ihr? Könnt ihr noch andere empfehlen von anderen Marken, die eben vegan und tierversuchsfrei sind? Gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen.